Hi, Chris von Let's Try This Out hier, beziehungsweise von den allerletzten Helden. Grüß euch, lange nicht gesehen, glaube ich, weiß ich nicht, werden wir schauen, wann das Video rauskommt. Und ich kann euch sagen, das Wetter geht mir echt am Socken. Ich war jetzt irgendwie gerade 2, 3 Stunden unterwegs in der Stadt. Es regnet, es ist kalt, es ist finster, weit und breit keine Sonne. Und da hätte man am liebsten bei so einem Scheißwetter eine Option, wie man sich irgendwie ein Feuer machen kann. Und da war ich mir eben was besorgen gerade. Tada! Von Victorinox nennt sich Mini-Tool Fire-Arm Set. Und da hat man alles dabei, was man braucht, um ein kleines Feuer zu starten, zumindest mal. Ein bisschen was muss man sich da noch besorgen und holt. Aber wir schauen uns das an. Das ist jetzt nur mal ein kurzer Trailer. Falls euch das interessiert, bleibt dran, ich werde es testen. Ihr habt das wahrscheinlich eh schon auf den anderen großen Outdoor-Kanälen gesehen oder sowas. Aber ich lasse mir das nicht entgehen. Ich finde das cool. Wir werden das auch testen. Also, mit den allerletzten Helden, Victorinox, Feierabend. Bleibt dran, schaut es euch an. Man sieht sich. So, hi Leute, Chris von Let's Try This Out hier. Oder von den allerletzten Helden. Ich melde mich heute wieder mal vom Feuer, vom Grillplatz auf der Donauinsel. Und zwar will ich heute was ausprobieren. Ich habe mir schon vor einiger Zeit etwas gekauft, und zwar diese Victorinox Fire-Ant heißt das. Und die wollte ich euch schon mal vorstellen. Gibt es jetzt schon einige Zeit lang am Markt. Habt wahrscheinlich auch schon einige Videos jetzt gesehen von anderen Leuten. Und ich mache das heute relativ spontan. Einfach nur zufällig mein Victorinox, das ich immer eingesteckt habe, quasi dabei. Und bin drauf gekommen, dass ich auch noch die Fire-Arms quasi im Rucksack habe. Und habe mir gedacht, hey, dann mache ich das heute. Und zwar wollte ich auch vorher, bevor ich es euch zeige, mal selber Erfahrungswerte sammeln damit. Und wie ihr seht, habe ich jetzt nur mehr den Feuerstahl bzw. den Anzünder selber da. Das Brennmaterial habe ich schon aufgebracht in Schweden jetzt. Und deswegen kann ich euch ein bisschen Erfahrungswerte geben. Was ich dazu sagen muss, ist Folgendes: Ich habe ein bisschen, ja, gespaltene Gefühle, also ein bisschen bipolar das Ding. Es ist ja gedacht, dass ja, ich habe was für einen Notfall dabei, und ich habe es jetzt einfach nur spaßhalber mal ausprobiert, damit ich ein bisschen Erfahrungswerte sammeln kann, und muss sagen, ja, nee, das unter Anführungszeichen Zunderzeug funktioniert recht gut. Das, wenn man das auffasert und so, brennt das leibend. Nur mit dem Feuerstahl selber habe ich irgendwie nicht so super Erfahrungen gemacht. Und deswegen haben wir gedacht, zeige ich euch das. Und zwar hat sich das während dem Anzünden einfach aufdrehend. Also ich habe das quasi in der Hand gehalten, und es ist mir in mein kleines Glutnest reingefallen. Feuernestel. Ich meine, es hat noch nicht brand oder so, aber ja. Wenn ich mir das vorstelle, im Notfall halt, ich habe eh schon klamme Finger, weil man wahrscheinlich kalt ist oder so. Und dann habe ich diesen kleinen Fitzelstahl dann halt in der Hand. Und ja, das trennt sich dann noch von der Halterung, das war irgendwie nicht so cool. Aber vielleicht war es ja ein Einzelding, und deswegen probieren wir das heute einfach nochmal aus. Und zwar, wie gesagt, alles sehr spontan. Ich habe ein bisschen was mit. Es hat gestern wieder Vollgas geregnet und auch in der Nacht. Das heißt, wir werden auch nur ein kleines Feuer machen. Es hat auch kein Funktionswert heute, sondern einfach nur zum Starten. Und deswegen am Grillplatz, und wo nichts passieren kann. Also, wie gesagt, Feuer, passt auf, haltet euch an die örtlichen Gegebenheiten, an die Vorgaben, wann ihr Feuer machen dürft, ob ihr es machen dürft an der Stelle und. Macht euch davor schlau, bevor dann was ist. Gut, das war's. Ich zeige euch jetzt dann gleich, wie wir starten. Naja, kurz zur Packung selber, was kriegt man da? Man hat drei von diesen Mini-Stählen, die man eben beim Korkenzieher von seinem Victorinox oder anderen Messer reingeben kann. Zack, zack. Ich selber habe es gekauft im Victorinox Shop in Wien, direkt am Michaelerplatz quasi. Und man kann das dann auch mit dem Zunderzeug dann quasi da reingeben,
Und ich finde es super, weil ich habe mein Taschenmesser halt eh immer eingesteckt. Und so habe ich einfach noch eine Funktionalität mehr. Und ja, schauen wir mal. Also hat er das Orangene, Blau und den Grün. Und dann hat man sechs von diesen ja, Zunder-Spiralen, sage ich mal, die man ein bisschen auf drieseln muss, auf Flanschen. Also ich werde das da mal einfach auseinanderbreseln. Und dann sieht man schon, das hat irgendwie so ein bisschen eine fasrige Konsistenz. So ein bisschen wachsartig und fasrig. Also das ein bisschen aufdrieseln, auftrimmeln, friemeln, auseinanderzehren. Was ich sagen kann ist, ich habe dieses Messer jeden Tag in der Hosentasche. Außer beim Fliegen, deswegen fliege ich nicht gern. Ich kann sagen, das funktioniert auch, wenn man das jeden Tag irgendwie, wie gesagt, in der Tasche hat und vielleicht geschwitzt hat oder sonst irgendwas. Also das Material brennt dann trotzdem noch. Das ist super, das finde ich gut. Wie es jetzt wirklich ist, wenn es mal komplett ins Wasser fällt, das könnt ihr euch anschauen beim Survival Shop Überlebenskunst. Zum Beispiel. Der zeigt das sehr gut, wie das funktioniert. Den Namen, der fällt mir jetzt im Moment gerade nicht ein, weil ich gerade irgendwie was anderes gedacht habe. So, jetzt gehen wir zur Feuerstelle. Das Einzige, was ich jetzt da habe, ist wieder mal, weil es eben so spontan ist, ich habe noch ein Taschentuch und eine Maske habe ich auf. Also die habe ich noch eingesteckt. Ich könnte die Maske vielleicht opfern dann. Schauen wir mal. Ich will einfach nur mal das Taschentuch zum Ding bringen. Wir nehmen einen neuen Zunderstahl, hoffen, dass der diesmal besser hält. Und das haben wir abgeschaut von Felix Immler. Ich nehme nicht das Messer, weil da ist zwar auch eine Kante, aber die ist ein bisschen abgeschliffen, sondern ich nehme die Säge zum Feuerstarten, weil die ist wirklich super scharf, die Kante. Und mit dem geht das gut. So, jetzt schauen wir rüber zur Feuerstelle. Wie gesagt, das ist heute alles ein bisschen sehr nass da. Der Wind geht. So. Er stand da. Also wir trommeln das Material bisschen auseinander. Damit die Funken wieder runterfallen, da gut landen. Und was ich noch gelernt habe, Felix Immler, wie gesagt, ist eigentlich jetzt den Stift, den Feuerstift quasi, am Messerrücken entlang ziehen. Und wenn man das so macht, sollte es eigentlich gut gehen. So, ein bisschen Material abschauen. Und das ist halt die Geschichte, wo man das letzte Mal in Schweden dann ganz einfach der Stift auseinandergefallen ist. Ja, brennt. Das ist relativ rasch gegangen. Cool, ja. Also diesmal hat es gehalten, hat funktioniert. Sehr gut. Also, soweit zum Victorinox Firearms Feuerstarter. Cool. So, jetzt habe ich kurz nachdenken müssen. Natürlich war vorher beim Survival Shop Überlebenskunst der Reini Rossmann gemeint. Schöne Grüße. Ich habe manchmal echt ein Nudelsieb hier und dann fallen mir die einfachsten Namen nicht ein. Ja, was ist Fazit? Genau deswegen ist mir nämlich wieder eingefallen, der Name. Dein Name. Fazit. Ja, ich glaube, im Endeffekt, es ist eine Kleinigkeit, das dabei zu haben. Es tragt nicht mehr auf, wenn man eh schon ohnehin irgendwie, vielleicht so wie ich, das Taschenmesser die ganze Zeit mitschleppt, dann ist das überhaupt kein Problem. Man hat vielleicht am Anfang ein bisschen orangene Brösel,
von dem Zundermaterial, von dem Zunderwachszeug da in der Hosentasche. Das kommt hin und wieder vor. Wenn man es dann länger tragt oder sowas, dann hat sich quasi die äußere Schicht eh schon ein bisschen abgewurzelt, das Gröbste, und dann hält sich das in Grenzen. Also hat jetzt eigentlich bestens funktioniert. Ich habe ein bisschen was anders gemacht als in Schweden vielleicht, und dadurch hat der Stift schon mal wesentlich besser gehalten. Es ist aber auch, wenn man da schaut, muss ich mal sagen, ich gehe mal weg von meinem Gesicht, so, vielleicht schafft das mit dem Scharfstein, ich weiß es nicht. Es ist aber auch so, dass das da relativ knapp drin ist, bei mir zumindest, bei meinem Taschenmesser, und ich habe es ein bisschen fester draufschrauben müssen auf den Korkenzieher, und dadurch kann es sein, dass das ein bisschen, sage ich mal, angebrochen ist da unten beim letzten. Das ist gut möglich. Es ist nämlich wirklich, es ist auf einen Millimeter da, und man muss ein bisschen reinquetschen. Und das kann sein, dass das irgendwie den Stahl gebrochen hat. Jetzt direkt aus der Packung genommen, hat der nichts gehabt und hat super funktioniert. Also von daher, vielleicht ist es doch irgendwie die Kombi. Ich meine, es ist 15 Jahre altes Messer. Sie haben es vielleicht an die moderneren irgendwie eher angepasst, als an die ganz alten. Ist gut möglich. Aber wie gesagt, als Backup-Plan immer super dabei zu haben. Und ich weiß jetzt den Preis nicht mehr. Ich werde den aber unten quasi einblenden, beziehungsweise euch verlinken einfach zum Produkt das Ganze, falls euch das interessiert. Und ja, das war's wieder. Chris von Let's Try This Out, den allerletzten Helden. Wir sehen uns hoffentlich wieder auf dem Kanal. Und bleibt dran, wir haben wieder viele neue Themen, und wir werden wieder wahrscheinlich ein Special Topic machen über ein ganzes Monat lang hinweg. Welches, weiß ich noch nicht. Wenn ihr Vorschläge habt, unten einfach reinschreiben. Und liken, subscriben wie immer. Ich weiß, ihr seid schon lange wieder weg. Passt, man sieht sich. Tschüss euch.